Ich weiß, ich habe mich nicht gewaschen. Mies. Aber der effektivste Weg, Akne loszuwerden. Hey Buddies, Martin hier oder der Herzwurdel hier. Wir wollen mit Kalt abserviert die Nebenquest weitermachen. In Dragonborn. Wollte ich mal diese Entdeckung hier mitnehmen. Habe ich mal irgendwann letztes links liegen lassen oder besser gesagt hier rechts liegen lassen. Wir haben ja sowieso hier vielleicht mittleren Teil und ich glaube das Skaldorf hier noch nicht entdeckt. Ich glaube hier oben. Und am Ende kommen ja noch so ein paar Nebenquests dazu, die man sich im Skaldorf abholen kann. So Dungeons, zu denen man vorher nicht konnte. Aber wie gesagt, ich will auch 100% machen und ich will so viel auch nicht offscreen machen. Deswegen gönnt euch. Wo hast du denn jetzt die Waffe, ja? Du weißt, ich kann nicht entwaffnen. Zwei sogar, okay. Ich glaube, das gönnt man sich. Ich habe eigentlich mit dem Schild zugeschlagen. Wow. Ragdolls bis zum geht nicht mehr. Okay, die Entwaffnung klappt schon ziemlich gut. Ui, gute Kombination. Ich meine, jetzt kann ich mir leider seinen Loot nicht mehr mitnehmen, weil ich wollte heute nicht tauchen. Ich wollte nicht nass werden in meiner Rüstung. Mit dem Ding taucht man eher ab. Ich meine, man kann eigentlich mit der Rüstung kommen. Ich muss so überlegen, eigentlich geht das gar nicht. Vor allem nicht, wenn allein der Harnisch 34 Pfund wiegt. Wie soll man tauchen, schwimmen können? Man taucht ab. Man säuft da drin. Wenn allein eine kleine Bleikugel, die vielleicht 10 bis 20 Pfund wiegt, einen zum Abtauchen bringt. Ich meine, so hat man ja damals... Ich dachte, das wäre jetzt eine Schatulle. Hey, was? Kohleintopf mit Apfel. Hm, nicht schlecht. Noch nie gegessen. Ich bin ja auch kein Apfelfan. Ich weiß, im letzten Part sage ich, ich hasse Kartoffeln und esse keine Kartoffelprodukte. In diesem Part sage ich... Wobei, das stimmt ja auch nicht ganz. Wenn es zum Beispiel... Ja, Püree inzwischen eigentlich auch nicht mehr. Ich wollte nämlich sagen, wenn es so breiig ist, ab und an schon, aber... Es hat zu viele Kohlenhydrate. Ich scheiße ja inzwischen auf die Kohlenhydrate. Ich habe früher nämlich Low Carb gemacht. Ich betreibe ja Fitness seit einigen Jahren. Die was? Folieausgabe, okay. Ah. Ah, okay. Was? Das ist cool. Vorsichtig! 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 Der wird ja dann noch höher als meine Stimme. Nee, aber zurück zum Thema. Ich esse ja jetzt auch sehr, sehr viel Basmati-Reis. 4-5 Mal die Woche und dann immer, boah, keine Ahnung, zwischen 150 und 250 Gramm. Das sind dann auch allein da drin über 120 Gramm an Kohlenhydraten. Das heißt, ich scheiße da schon lange wieder drauf, schon seit 2 Monaten inzwischen wieder. Ich habe nämlich damals von Januar bis Ende Mai Low Carb gemacht. Also wenig Kohlenhydrate, nicht mehr als 50 bis 100 Gramm am Tag. Manchmal hatte ich so meine durchschnittlich 70, manchmal auch ein bisschen mehr als 100. Man wollte sich ab und an Cheat Day gönnen, weil was anderes konsumieren. Ja, die Nachtwachen sind schon für den Arsch. Deswegen müssen wir alleine rein. Alter, der hatte fast volles Leben. Ich habe nur mit dem Schild attackiert und er wird durch den Killmove komplett gerippt. Morak Tong. Stimmt, die waren ja etwas dunkler, ne? Deswegen waren die eigentlich besonders. Ich wiege viel zu viel, wenn ich die mitnehme. Ich wusste es. War ja ein klasse Dialog. Oder Monolog von dir. Ist da jemand? Ich wusste es. Ich wusste es. Soll das jetzt bei dir genauso aussehen? Junge, ich entwaffne hier jedes Mal. Was können die großartig ohne ihre Waffen machen? Eigentlich nichts. Zumal sie Assassinen sind. Also, naja. Ich weiß, ich habe mich nicht gewaschen. Mies. Aber der effektivste Weg, Akne loszuwerden. Hä? Da ist die. Ah, Makuri, du hast ihn gekillt, oder die Falle? Aber cool. Als ob ich die hier lasse, Mann, die ist einzigartig.
Was habt ihr für eine Scheiße gebaut? Ihr habt das ganze System kaputt gemacht. Ich hatte Probleme, hier irgendwie rauszukommen. Ist es endlich vorbei? Was ist mit der Redoran-Wache, die ich euch zur Seite... Instant gestorben, am Anfang an. Verdammt. Von Anfang an schon tot. Unsere Leute nichts kann man. Endel war noch die geringste Bedrohung. Der ist durch seine eigenen Fallen gerappt. Tja. Wunderbar. Einfach wunderbar. Razer Morwein wird hoch erfreut sein, wenn er das hört. Dieser Besucher hat eigenhändig eine Gefahr gebannt, die euer Leben hätte beenden können. Wendil, Tilisu und Miri Severin haben uns etwas vorgespielt. Ich fürchte, dass sie in Wahrheit hier waren, um Vilor Ulens Tod zu rächen. Wendil? Aber er hat doch so viel für Rabenfels getan. Wie ist das nur möglich, was ihr für mich getan habt? Für ganz Rabenfels. Das übertrifft alles, was ich jemals von einem Besucher unserer Stadt erwartet hätte. Dafür bin ich euch zu tiefstem Dank verpflichtet. Ein bisschen Geld mir kaum angemessen erscheint, habe ich mich für etwas Gewichtigeres entschieden. Kraft meines Amtes als Ratser übertrage ich euch hiermit das Severin-Anwesen samt all seinen Besitztümern. Ihr habt euch das Bürgerrecht dieses Ortes verdient. Es wäre schön, wenn ihr ein Teil unserer Gemeinschaft werden könntet. Und 10.000 mal wieder, Alter.